Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ich werde noch ein paar kleine Updates machen, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe und auch noch. Ja, komm, lass stecken. Wir haben die Pistazien vorgekeimt hier im Zeber. Hier hat sich gezeigt, dass tatsächlich eine gekeimt ist. Hatten wir ja schon gesehen. Ich schaue gleich mal ein bisschen näher dran, dass wir das gemeinsam sehen können. Dort ist eine, wie gesagt, gekeimt. Die hatten wir von der Schale befreit. Ne? Und die andere nicht. Da tut sie bis jetzt noch nichts. Ich werde sie heute mal öffnen, um zu gucken, was da drin los ist. Ne? Ob sie tatsächlich nicht keimen können, wenn die Schale halt geschlossen ist um den eigentlichen Samen herum, ne? Dass wir das mal mitnehmen können. Und dann werden wir eine auch einpflanzen und hier haben wir etwas stehen, das hat er vor kurzem eingepflanzt, das war schon am Keimen gewesen in der Zebertüte und das wächst jetzt heraus, schauen wir uns gleich auch an. Und hier mal ganz kurz gezeigt, das ist der Wahnsinn, die indische Telegraphenpflanze. Vor kurzem war sie noch relativ klein, ist sehr langsam gewachsen und mittlerweile, nachdem wir sie gedüngt hatten, ja, geht sie ab wie eine Rakete. Sie verzweigt sich sogar hier oben. Das ist so genial anzusehen. Auch diese steht unter der Easy LED-Beleuchtung, der Aquariumbeleuchtung. Also ist so genial, wie das funktioniert jetzt. Ne? Einmal richtig gedüngt, nachdem sie halt gewachsen waren. Sie wurde ein bisschen blass und dann haben wir sie gedüngt und dann geht die Post ab. Man muss aber aufpassen, gerade in der Anzucht dementsprechend. Oh, das muffelt ein bisschen gerade, richtig. Oh, das riecht nicht gut. Ich glaube, die Samen mache ich gar nicht auf. So, okay, nachdem sie einigermaßen gewachsen war, verhalten, haben wir sie dann mäßig gedüngt gemeinsam und jetzt geht richtig die Post. Aber ich werde es ja beim nächsten Mal dementsprechend dann wieder düngen. Da bin ich mal gespannt, wie groß sie wird, vor allem vom Habitus her, wie sie sich entwickelt. Das ist also so genial anzusehen, dass es jetzt so schön funktioniert, kräftiges Grün dazu bekommen und geniales Wachstum. Das ist so, ach, das ist einfach fantastisch. So, okay, wie gesagt, also die mache ich jetzt nicht auf. Das stinkt ja jetzt schon, alter Schwede. Pass auf, wir werden den einen rausnehmen hier und separieren bzw. und jetzt mal einpflanzen. Diese Pistazie. Warte, das ist schon eine geile Geschichte mit Pistazien, das sage ich euch. Allerdings komme ich im Moment nicht dazu, das Experiment weiterzuführen. Ich hatte ja welche im Wasser schon mal vorgequollen, die liegen da immer noch drin. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ne? Das sind einfach zu viele Dinge im Moment, die um die Ohren fliegen in dem Sinne. So, pass mal auf, wir schauen uns das jetzt erstmal etwas näher an hier und dann gucken wir mal, was wir heute noch gemeinsam machen, weil es wird also wesentlich kürzer werden, der Film, denke ich mal. Aber ich weiß noch weit, komm. Fangen wir einfach an, Mensch, du laberst wieder Scheiße hier. Let it grow, ja, lass es wachsen. So, wir haben unser Substrat, was wir jetzt allgemein verwenden, weißt Bescheid, ne? Hier nehmen wir jetzt unsere Pistazie, die ist cool, ne? Richtig schön gekeimt, das sieht richtig geil aus. Aber die anderen, wie gesagt, das ist nichts, das war gar nichts, ne? So, ganz vorsichtig andrücken, das Substrat haben wir ganz leicht eingefüllt hier. Also locker, nicht leicht, sondern locker eingefüllt. So, ganz vorsichtig andrücken, wir wollen ja nicht zerbrechen. Dann gießen wir das Ganze jetzt auch einmal richtig an. Das Substrat ist, wie gesagt, Kokoserde durchgespült, angereichert mit Vulcatec Kakteen Premium Substrat. Das handhaben wir momentan so, weil wir da sehr gute Erfolge mit haben. Okay, jetzt lassen wir ihn einfach erstmal wachsen und gucken, wie wir ihn dann weiter pflegen können, müssen, sollen, dürfen, wie auch immer. Ne? Das sind jetzt die ersten Erfahrungen, die wir sammeln mit der Pistazien, aber es läuft, würde ich sagen. Okay. Die indische Telegraphenpflanze. Oh, das ist so eine schöne Pflanze geworden mittlerweile. Die Punkte auf den Blättern, ich vermute mal, dass das noch Mangelerscheinungen sind. Im unteren Bereich verliert sie auch immer wieder ein Blatt. Ne? Ist also relativ kahl schon hier unten. Also schmeißt immer wieder mal so ein Blatt ab und diese Punkte. Ja, das muss ich weiter beobachten. Wie gesagt, ich werde gleich mal nachmessen, was wir jetzt hier drin haben. Und gegebenenfalls die Düngerkonzentration heute mal etwas erhöhen, um mal zu gucken, ob die Pflanze dann besser damit zurechtkommt. Okay, aber soweit läuft es ganz gut. Muss sowieso jetzt ein bisschen Wasser wieder rein, von daher messen wir mal eben nach, würde ich sagen. Bei der indischen Telegraphenpflanze, der tanzenden Pflanze. Dann schauen wir jetzt mal rein hier in den Topf. Ne, ihr nicht, ich schaue da jetzt mal kurz rein. Wurzeln kann man jetzt soweit noch nicht erkennen hier. Ich stelle sie mal eben hier an die Seite. Ist aber schon relativ stabil. Ne? Also war schon mal wabbeliger. Also ein bisschen dicken Wachstum ist dementsprechend auch schon gegeben. So, dann stelle ich die mal hier rein. Kann ich das? Ja, kann ich. Fällt mir auch nicht um. So, wollen wir mal Licht haben hier. Was haben wir hier? Ja, 480. Ja, knapp 480 Mikrosiemens. Also ich werde jetzt noch nichts ändern. Wir warten noch ein bisschen weiter ab. Das heißt aber, wenn ich sie jetzt aufdünge, gieße, lol, was ich gleich machen werde, dann werde ich das Ganze dementsprechend dann mit 500 Mikrosiemens circa nochmal
aufdüngen. Ne? Also Wurzelwachstum haben wir auch nicht sehr viel gesehen. Das heißt also, das müsste eigentlich vollkommen ausreichend sein. Ne? So, dann mache ich das mal eben und fülle das hier nach, wie gesagt, mit 500 Mikrosiemens, circa, ne, circa Pi mal Daumen, kann auch ein bisschen mehr sein. Aber nur ein bisschen. Und das Ganze mache ich jetzt mit Vuxal Universal, aber das zeige ich euch dann jetzt nicht, damit wir den Film jetzt weiterlaufen lassen können, ne? Denn das kennen wir ja alle schon soweit. Okay. Die Wollmispel. Hier sehen wir jetzt den Keimling. Der ist also heute Morgen rausgeschlüpft. Hier war so ein kleiner Berg, hatte sich hier aufgebaut. Ne? Habe ich das mal weggemacht und tada, sie ist da. Das Ganze war am 9.5. haben wir die ins Teber gelegt, in der Tüte. Und am 16.5. ist sie gekeimt und dann hatten wir sie hier eingepflanzt. Hat wunderbar funktioniert. Das klappt also genial. So, bei der weiteren Anzucht müssen wir jetzt mal gucken, ne? Wie uns das gelingt dieses Mal. Und hier sind jetzt die anderen Wollmispeln, die jetzt noch hier drin sind. Jetzt habe ich das gerade auf Automatik stehen. Pass mal auf, ich mache es mal ein bisschen heller. Die nehmen wir jetzt mal raus. Einpflanzen kann ich sie heute allerdings nicht. Ja, heute Abend vielleicht, muss ich mal gucken. Aber jetzt im Laufe des Filmes nicht, da ich mich ein bisschen beeilen muss heute. Wo ist es denn? Lol, da, guck mal. Wir sehen schon mal Wurzeln, pass mal auf. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Lol. Ein bisschen ist gut gesagt. Nimm mal an die Seite bitte. Ja, so ist das, ne? Alter Schwede. So, vorsichtig. Boah, das ist noch okay. Guck mal. Sie sind beide am Keimen. Aber wie gesagt, ich werde da jetzt nicht weiter dran rumruppeln, sondern ich packe sie vorsichtig wieder ein. Und dann werden wir das Ganze, wenn du was siehst, dann morgen oder heute Abend. Ich muss auch gucken, wie ich es hinkriege. Ne? Auf jeden Fall können wir die jetzt auch einpflanzen. Also sind tatsächlich alle drei Samen gekeimt. Das ist schon mal genial. 30.12.2018, 17.05.2019. Heute ist der 30.05.2019. So, was ist das hier? Das ist unsere Cherimoya, die wir im Wasser bewurzelt haben. Hat ja sehr lange gedauert. Nun ja, aber sie hat es tatsächlich geschafft. Die Blätter sind knackig, frisch, grün. Austrieb ist gegeben. Es ist genial. Es scheint also tatsächlich mit der Cherimoya zu funktionieren, sie zu bewurzeln im Wasser, ne, und dann auch weiter heranzuziehen. Werden wir natürlich gemeinsam weiter beobachten. Allerdings ist das natürlich eine Geduldssache. Ne? Wenn du das hier abliest, weißt Bescheid. Ja, es gibt Sachen, die brauchen sehr viel Zeit und da muss man halt tja, ein sehr glückliches Händchen haben, sag ich mal. Ne? Die Cherimoya. Der Salak, ja, eine wunderschöne Pflanze, Palme in dem Sinne, das ist so genial. Ja, unsere Schlangenfrucht. Palme in dem Sinne. Ja, ich hatte es vor kurzem schon mal gezeigt und jetzt entwickelt sich hier ein neues Blatt wieder. Das ist so genial anzusehen, aber nicht nur der oberirdische Teil, sondern auch der unterirdische Teil. Der Wurzelbereich. Vielleicht kann man es so schon erkennen. Ich drehe es mal ein bisschen. Ja, hier kann man es sehen. Guck mal hier. Dieser schwarze Knubbel hier und die lange dicke Wurzel. Die ist jetzt in Erscheinung getreten mit dem neuen Blatt, ne, dass wir das auch gemeinsam weiter verfolgen können hier beim Salak. Also schon eine interessante Pflanze, das ist also ja, richtig genial anzusehen. Wir haben ja noch ein Salak-Pelmchen. Guck mal, was da noch drauf steht. Kannst du lesen? Mahagoni. Wer sich noch daran erinnert, wir hatten mal Samen geschenkt bekommen vom Mahagoni-Baum, wobei ich immer noch im Rätseln bin, ob das wirklich Mahagoni ist oder nicht. Also bis jetzt hat sich da nichts getan. Ich habe den Kern hier oben einfach mal mit reingesteckt. Allerdings hat er sich jetzt ein bisschen angehoben. Da müssen wir gleich mal gucken. Jetzt entwickelt sich hier das zweite Blatt. Dauert hier etwas länger als bei der anderen, aber das ist ja nur auch, das sind ja nur zwei Pflanzen, da kann man jetzt also kein relevantes Ergebnis in dem Sinne sagen, dass das eine besser, schneller wächst, wie auch immer. Auf jeden Fall wächst sie hier auch in einem Vulkatex-Substrat und dann schauen wir mal eben, warum der Samen sich hier anhebt. Moment. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal etwas näher an. So, hier ist der alte Samen von dem Salak, der ist leer, das ist eine Hülle, die kannst du zusammendrücken, aber abziehen kann ich es nicht. Lass es auch, dann mache ich jetzt nichts dran. So, warum hat der sich denn jetzt hier angehoben? Das war gestern allerdings noch nicht gewesen. Ne, scheint nicht zu sein, fällt um. Ups, upsi, upsi, pupsi, guck dir das mal an. Da wächst etwas heraus. Die Steine kleben hier fest. Der hatte auch hier, sieht man, das ist diese Ausstülpung hier, siehst du das? Hm?
Da dachte ich erst, also das kann ja sowieso nichts werden. Das jetzt ist aber doch interessanterweise. Ups, jetzt ist mir runtergefallen. Nicht erst mit der Wurzel abbrecht. Alter Schwede. Ja, es tut sich etwas. Also das ist mal genial. Jetzt hier sehen wir auch so einen Streifen, so ein hellbraun. Das wird wohl die Mitte sein von dem Samen. Das heißt, wir müssen ihn separieren, aber das kriege ich jetzt gerade nicht gebacken. Von daher werde ich ihn vorsichtig hier wieder reinlegen. Das wäre genial, wenn das klappen würde. Wir haben noch zwei Samen davon. Die habe ich allerdings noch im Wasser liegen. Ja, lacht sich kaputt, ne? Einfach nur so, um mal zu gucken, was dann passiert. Weil ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass hier überhaupt irgendetwas wächst. Also das ist jetzt mal genial. Achso, und übrigens habe ich einmal am Tag eingesprüht, weil er hier an der Oberfläche liegt, nicht wahr? Damit das Substrat immer schön feucht ist an der Oberfläche, wo der Samen sich befunden hat, befindet in dem Sinne jetzt noch. Oh, das ist ja mal genial. Yippie-yay. Das sind jetzt die anderen beiden Samen, da kann ich es ja jetzt doch mal zeigen. Ich habe es einfach hier drin liegen lassen. Ne? Ich wollte mal gucken, ob die vielleicht hier drin keimen oder was auch immer. Tut sich allerdings nicht. Nichts, der eine schwimmt auch oben und man sieht, er ist leicht, ja, schimmelig in dem Sinne. Der andere schwimmt unten. Hier ist auch noch die Schale drum. Bei dem anderen hatte ich die Schale abgemacht, um mal zu gucken, wie das innen drin aussieht. Und dann habe ich ihn einfach hier auf die Substratoberfläche gesteckt, beziehungsweise drauf reingesteckt in dem Sinne. Und das sieht jetzt so aus, wie wir sehen, ein Würzelchen hat sich dort gebildet. Also das ist schon eine sehr interessante Erscheinung. Vielleicht bringen wir dann wirklich in Erfahrung, ob das ein Mahagonibaum ist, weil soweit ich das im Internet recherchiert habe, sehen die Samen ganz anders aus. Das sieht eher aus wie so Palmensamen in dem Sinne. Ne? Okay, also die werde ich aufmachen, aber heute nicht. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Da gucken wir auf jeden Fall noch gemeinsam rein. Das steht schon mal fest. Ja, also ist schon genial, was im Pflanzenreich alles so passieren kann. Alter Schwede, das ist so mega cool. Ja, ne? Einfach mal einen Samen irgendwo reinpacken und tada, nach langer Zeit passiert etwas. Ich sagte, das ist aufregend. So, wie wir sehen, es gibt immer wieder mal interessante Phänomene, die man mitnehmen kann, wenn man nicht alles immer sofort wegschmeißt. Ich war eigentlich der Ansicht, das wird überhaupt nicht funktionieren. Jetzt sehen wir plötzlich, tada, da wächst etwas. Das ist ja so genial. Auch bei den Pistazien werden wir natürlich gemeinsam weiter verfolgen. Wir haben schon Erfolg in dem Sinne, dass sie keimen und wachsen. Wir haben ja auch schon von der vorherigen Aussaat Pflänzchen, hatte ich ja letztens schon gezeigt, die am Wachsen sind. Und dann jetzt aus der neuen Charge in dem Sinne tut sich tatsächlich auch schon etwas. Und wir, so wie es aussieht, können wir schon mal mitnehmen, dass man besser die Schale von den Pistazien abmacht und sie dementsprechend dann einpflanzt. Es geht auch mit Direktaussaat, haben wir auch schon gesehen. Ne? Ob es dann wirklich zwingend besser ist, wenn man sie vorher einweicht oder vorher in Zebra keimen lässt, ist eine andere Sache. Muss jeder für sich selber ausprobieren, denke ich mal, was bei ihm funktioniert. Aber es funktionieren auf jeden Fall in dem Sinne alle drei Varianten. Okay, so, dann kommen wir jetzt zum Schluss, damit ich hier noch alles gebacken kriege, auf gut Deutsch gesagt heute. Ach, das ist schon mal genial, oder? Da wächst beim Salak einfach ein Mahagoni-Bäumchen, beziehungsweise keimt. Aber wie gesagt, den werden wir noch separieren. Ach, das ist genial, ne? Okay, die öffnen wir noch gemeinsam. Aber wie gesagt, heute nicht mehr. So, boah, alter Schwede. Mann, Mann, Leute. Oh Mann. So, wisst ihr was? Wenn es gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Oh, das ist schon spannend zu beobachten, was hier alles so im Laufe der Zeit geschieht. Geschehen ist, geschehen wird in dem Sinne. Einfach nur, weil man neugierig ist. Genauso wie ihr auch. So. Okay, bis morgen.